meine Damen und Herren, willkommen am Lausitzring. Paul filmt übrigens noch nicht, er wusste noch nichts von seinem Glück, aber ich muss heute nicht filmen. Ich kann mich wirklich nur aufs Fotografieren konzentrieren und das Rennen. Danke, Paul, übrigens. Das finde ich fantastisch, dass du das machst. Das wird ein fantastischer Vlog. Wir haben uns jetzt erstmal zur schönsten Position gesneakt in Oschersleben. Oschersleben sei schon Lausitzring, fantastisch. Qualifying geht gleich los für Rennen 1. Bei YouTube zuschauen und die sind gefühlt bei jeder, nee, die sind bei jeder, bei jedem Lauf von der DTM sind die mit dabei und du kannst dort im Simulator fahren und einfach ein paar Runden drehen. Letztes Jahr konnte man sogar Beat the Pro machen, was dieses Jahr leider nicht ist, also zumindest hier nicht in, am Lausitzring und du kannst hier quasi auch Simracen und das ist mit einer der einzigen Stände. Und du fährst sogar die aktuelle Strecke, auf der du dich gerade befindest. Das heißt, du kannst dort, also ich habe ein paar Jungs gesehen, die sind Porsche gefahren, den Mantai Porsche über den Lausitzring. Ziemlich cool. Also finde ich schön, dass wir so einen realen Rennsport mit Simulation mittlerweile verschmelzen. Wir sind gerade jetzt erstmal so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, nach dem Classic-Rennen mit total fantastischen Autos, Ladas und ich weiß gar nicht, was da noch alles dabei war, aber es war sehr cool. Und wir sind gerade im Paddock unterwegs und schauen uns hier alles nochmal an in Ruhe, weil wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis DTM losgeht. Der Rennstart ist erst um 16 Uhr und was ich total geil finde, die DTM hat hier so eine Boxengasse aufgemacht, dass du direkt reinkommst zur Pit. Die ist jetzt natürlich sehr voll, aber ich hoffe, dass wir da noch mal reinkommen für ein schönes Foto. Ein riesiger Vorteil übrigens der DTM, weil es nicht so riesig ist und man sich relativ häufig über den Weg läuft, dass man hier auch ein paar Zuschauer trifft. Und ich habe mich total gefreut, mal euch zu sehen und ein bisschen mit euch zu schnacken und euch einfach mal die Hand zu geben, damit man mal auch zu den Nicknames ein paar Gesichter hat. We'll be right back.
nachdem wir uns jetzt das Qualifying angeguckt haben von den GT4s und jetzt gerade die Prototypen hier rennfahren, schlendern wir so ein bisschen hier durch die Gegend und schauen uns mal die ganze Geschichte hier noch ein bisschen an, was es so gibt. Die meisten Leute sind gerade am Mittagessen, wir sind auch auf der Suche nach Essen. Qualifying angeschaut von der DTM. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wild. Und den Start noch von der GT4 Germany. Die ist ja auch die ganze Zeit noch gelaufen oder ist im Rahmenprogramm mit enthalten. Wir werden jetzt erstmal gleich schön Pommes essen. Und dann ist gleich noch Pitwalk, da wollen wir auch noch hingehen. Und ich möchte noch an ein, zwei Stellen ein paar schicke Fotos machen. Also ich habe jetzt 2 Jahre am Stück mit Paul versucht, hier was zu essen, okay? Letztes Jahr gab es einen Burger, der war richtige Katastrophe. Dieses Jahr haben wir uns gedacht, okay, Paul, seine Freundin hat letztes Jahr Pommes gegessen. Wir gehen nochmal in die Pommesbude, weil letztes Jahr waren sie gut. Paul hat seine Pommes zurückgegeben, weil die waren wirklich richtig scheiße. Aber ich hatte Hunger, ich habe sie einfach gegessen. Wir gehen jetzt erstmal in die Boxengasse eine Runde stöbern. Es ist Zeit für Pitwalk. Das darf man bei der DTM auch machen, wenn man sich das Ticket geholt hat dazu. Richtig gut. Paul muss rückwärts gehen bei dieser Aufnahme. Und deswegen machen wir das jetzt hier zu einem Sprachsegment, damit das für Paul richtig doof ist, dass er die ganze Zeit rückwärts gehen muss. Wir gehen jetzt gerade durch hier die Pitlane. Wir können uns hier ein bisschen umgucken, denn das ist auch enthalten bei den Tickets, die wir haben. Nicht nur, dass wir oben auf der Tribüne sitzen können, nee, wir haben auch noch den Pitwalk dazu. Und Paul macht auch gerade den Pitwalk, aber rückwärts. Und der war noch nie in den Pits. Deswegen machen wir das Segment extra lang. Extra, extra, extra lang, damit er noch länger rückwärts gehen muss. Fantastisch! Ich sollte vielleicht wirklich mal zur DTM kommen, denn die Tickets sind wirklich nicht teuer für das, was du bekommst für das ganze Wochenende. Also du hast ja nicht nur ein Rennen, du hast ja aktuell sogar noch die Prototypes, die mitfahren, die sind heute unterwegs gewesen. Dann hast du noch die historische Klasse, die hast du auch noch, die hier fährt, plus die GT4s und du hast noch GT3s, also DTM selber. Lohnt sich definitiv. Also wir haben jetzt 120 Euro bezahlt, dass wir ganz oben auf die Tribüne können, durch das Paddock gehen können und auch über die Pitlane gehen können. Das lohnt sich, würde ich sagen, schon massiv. Stopp, 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 stopp. Willst du jetzt komplett rückwärts durch die ganze? Die ganze da durch. Das war die DTM am Lausitzring. Es ist viel los, es lohnt sich. Tickets auf jeden Fall nicht so teuer, was ich sehr geil finde. Und dafür kriegst du echt eine Menge geboten, auch als Normalsterblicher. Also ich würde sagen, da das war jetzt das 2. Mal in Folge, ich denke, wir sind nächstes Jahr auch wieder da, nehme ich an. Reisegruppe Schneiderich nennen wir uns jetzt. Da sehe ich uns. Reisegruppe Schneiderich. Nächstes Jahr auch für euch, meine Damen und Herren, falls Sie mal wieder möchten, dass Paul so wundervolle Aufnahmen macht, abonnieren Sie doch diesen Kanal.
liken Sie dieses Video. Paul hat wirklich fantastische Arbeit geleistet. Dankeschön, Paul. Ich küsse dich. Übrigens, Paul, seine Reaktion